to stop happening to me. 150 bucks an hour to fuck my wife in my old bed? Hey, you! Stop it! What's up, man? Get out of my way. Michael, calm down. What the fuck is going on? Nothing happened. It was a misunderstanding. She fucked a brick in my bed. You bullshitting me. It wasn't like that. You in? Fuck it, I'm in. Let's roll. Let's get this motherfucker. Just don't kill him! Er lässt sich voll schnell überreden. So, hey zusammen, willkommen zurück zu GTA 5. Wie wir gerade mitbekommen haben, wurde Michael elendig betrogen, obwohl die Bitch sich da von ihm durchfüttern lässt, wie scheint. Guy bounced my wife is what happened. Which guy? The guy I'm paying to teach her tennis. Tennis coach? Oh, that's fucked up. Alter, so ein übles Klischee. You know, back in the hood, man, we gotta watch out for the mailman, dog. Yeah. I'm a cuckold, a snob and a fucking cliché. Oh, er sagt sogar. Auch wenn er jetzt vielleicht auf was anderes bezogen war. Egal. Ich muss aber sagen, ich verstehe die Mentalität dahinter nicht wirklich. Ich kann natürlich nachvollziehen, dass der jetzt sauer ist auf den Typen. Aber im Grunde ist ja die Frau auch schuld. Eigentlich ist die Frau nur schuld. Denn es ist ja ihre Entscheidung gewesen. Sie ist ja in der Beziehung. Sie muss ja die Verantwortung übernehmen, oder nicht? Der Typ ist anscheinend Single und dementsprechend, ja, hat er vielleicht ein paar moralische Bedenken, aber ist ja nicht seine Verantwortung, versteht er? Wenn die Frau das will, dann will sie es halt. Oh. So, scheiße, erstmal falsch reingefahren. Ah, da ist er doch. Little pricks up there, look. Oh, shit, Cole's doing all right for himself. Hey, asshole! You ran off before we could settle our debts! Michael, fuck! You got the wrong idea, man! There's a winch in the back of the truck. Tied a cable to one of those supports up there. You finna pull his deck down? Yeah, that prick pulled my marriage down. Na klar, machen wir erstmal das Haus kaputt. Yeah, whatever. I told you I comped the session, bud! Well, there were a lot of freaking sessions, bud! I'm thinking you were working on more than just her backhand! Mandy's backhand has come a long way, bro! But sometimes it's gotta get worse to get better! Yeah, well, maybe I should come up there and practice my backhand! On your face! Oh, bud, your negative energy is seriously bringing me down! Oh, I hope it is, bud! We hooked up, man! You come into my house, take my money and nail my wife? Are you fucking kidding me? I'm gonna stick up my hand and say that was uncool, bud. My bad. Was hat ihn da gemacht? Seriously. How fucking magnanimous. May I please offer you my applause? You fucking motherfucker! Dude! And we'll see how you like it when someone fucks with your shit. Well, hey, wait! You got the wrong idea, pal. Wisst ihr, an wen er mich erinnert? An diesen, an diesen Typen aus Iron Man, der selber Ingenieur ist, selber Sachen entwickelt, aber irgendwie nichts hinbekommt. So vom Gesicht her, meine ich. Ja, klar! Ey, wir reißen aber nicht die Doch, ich glaube, wir reißen jetzt gleich die komplette Veranda runter. Ja, klar. Das ist bestimmt nicht teuer oder so, das wieder reparieren zu lassen. Alleine die Aufräumarbeiten. Yeah! Fuck, come on! Fuck, man, fuck! Oh, we did it! Fuck his ass! Yeah, fuck him. But was we really trying to pull that dude house off the fucking hill? Hey, we were trying to teach him a fucking lesson. Now that's an expensive bitch ass lesson, man. Maybe he'll keep it on the court and out of my wife. Yeah, he not taking no house fires back to that motherfucker. Hey, it's a service to the fucking community. Ah. Dann fahren wir mal nach Hause. Hast du schön kaputt gemacht, Michael. Oder Franklin, der sich einfach zu allem breitschlagen lässt. Mr. DeSanta, what the hell? That's not my house. Oh. Oh, shit. Oh, bro, I couldn't afford a place like that. I'm a tennis coach. I hit balls for a living. Ja, das macht allerdings Sinn. Give me a phone. You! You're a dead one! Green light! Sie ist ein toter Mann. Martin Madrazo, give you green light! Oh. Scared, lady. Just
fucking terrified. Ah, wir sollten aussteigen. Nein! Alter, ich bin jetzt schon fast tot. Ich geh mal. Ja, natürlich. Selbstverständlich. Wie ich erstmal direkt sterbe, WTF. Ich meine, okay, die haben mich auch gut erwischt, aber trotzdem. Oh oh. Oh oh. Nein, 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 nein. Ha. Ha. Bro, I couldn't afford a place like that. I'm a tennis coach. I hit balls for a living. I was just hiding there. Give me a phone. Ob das eine Abkürzung war, ich denke eher nicht, oder? Ich werde mir jetzt hier eine kleine Deckung aufbauen. Und einfach mal aussteigen. Warte mal, ich verstecke mich hier hinter. Kann mich ja dann mit R1, glaube ich, dahinter verstecken. Genau. Pistole habe ich schon in der Hand. Und dann einfach mal den Aimbot aktivieren. Ey, guckt euch das an, Mann. Ich muss unbedingt, unbedingt mal, wenn dann die PS4 da ist. Alter, kann er den auch mal treffen? COD oder so damit spielen, um einfach mal gucken, um einfach mal zu gucken, wie das damit abgeht, wenn ich mich daran gewöhnt habe. Oh, nice. Der Wagen explodiert gleich. Warte, ich baller lieber auf den Wagen, dann sterben sie direkt alle. Ja. Nice. Ultra-Kombo. Oh, wenn ihr was hinter... Achso, hinter mir, okay. Ja, das habe ich gut gemacht, ne? Aim's all over the place, but I appreciate the backup. Oh, thank you. Are you sure I didn't hit? Maybe go to a shooting range and work on your aim before we go out again. Ah, ich soll zu einem Schießstand gehen, okay, um die Treffergenauigkeit und die Munitionskapazität zu erhöhen. You okay? Oh, soll ich vielleicht ich mal tun. Warte mal. So. Mentally? Oh man, I'm fucking excellent. My heart ain't pumped like that in years. Oh, yes! Fucking A, Bubba! Whew. Hey, thanks for the help out there today, kid. I had no idea it was gonna get that hot. Shit, pulling houses off the hillside sure has a weird way of fucking with people. Yeah, well, I thought I was through with all that shit. I don't know what the hell's going on. Oh, shit, I think we're about to find out. Do you know who I am? Do you know who I am? Do you? No. Who are you? You? I think so. Good. I know who you are. I know where you live. Who are you? I'm Franklin. License. Alter, der gibt den... Oh Gott, bist du dumm. No. Ach, und er packt den auf Nummer ein. Maybe. Help, Mr. DeSanta here. Who am I? I think Martin Madrazo. Good boy. Now maybe give him a little of a background. Man, Mr. Madrazo is a legitimate businessman who was wrongfully accused of running a Mexican-American gang and a narcotic ring, but the charges were dropped because of the witnesses came up missing. Smart kid. Now, Michael, got a question for you. Did you pull an architectural significant modernist wonder home down the hillside in Vinewood Hills? I thought the owner was banging my wife. Well, that was a strange house for a tennis coach. I wasn't thinking straight. Clearly. Yeah. Well, Natalia will need a hotel while you finance a rebuild, won't she? Sure. Good. And I'm guessing here that the rebuild will be somewhere in the 2.5 million range. Of course. Great. Natürlich. Dann mal drauf spucken. Come on, man. Damn, you alright? Never better. So what now? Looks like I'm gonna have to postpone my retirement. Ja, geil. Und so ist Michael wieder im Dreck, hat kein Geld und kann mit mir Abenteuer erleben. Ja! I'm gonna have to give an old friend a call. Lester. I think he's in town somewhere. I'm gonna have to track him down. Just give me a little alone time, all right? All right, dog. Fuck, man. Shit.
Ja, der hat ja echt ein super Leben. Der Michael. Bestanden. Und wie gut war ich? Was? Hä? 50, warum denn nur 50%? Alter, so schlecht war ich jetzt auch nicht, oder? Is this still the number for Lester Crest? Who's asking? Who's asking? Who's asking? You're awful cagey. Okay. Beaver for a dead man, Michael. Ooh, you don't sound good, buddy. Tactful and charming, even in death. Hey, come see me, old friend. I'm living in Los Santos, just like you. Marietta Heights. Whoa, whoa, wait. Hey, how do you... Hello? You fucker. Hi, macht ihr ein Picknick? Oh. Ich wollte ein... Hi. Na? Darf ich mitmachen? Hi. Darf ich mit euch laufen? Wollen wir Freunde sein? Hallo? Hallo? Komm schon, ich will dein Freund sein. Hallo? Alter, ich hab gesagt... Ma, was ist denn da, du? Oh, warte. Oh, du Fatze, du! Dich mach ich platt! Ah, oh, vom ein bisschen in den Bauch reintreten. Ich glaube, die wird keine Kinder mehr kriegen. Und du auch! Hodenkrebs! Gut, ich glaube, die sind beide tot. Tja, ich hab nicht gefragt. Ich wollte... Oh, oh, ich war das nicht. Ich wollte doch einfach nur Freunde haben, Mann. Ich wurde voll missverstanden. Ich verstehe das nicht. Warum mögen die mich denn alle nicht? Oh, shit. Die Bullen sind gleich da. Die Bullen sind gleich da. Und er fährt mich erstmal fast an. Guten Tag. Nein! Bleib stehen, bitte. So. Dann fahren wir mal zu M. Ach so, ich habe gerade noch was Interessantes gesehen, ne? Wenn man hier diese Auswahl macht, dann sieht man, wie viele Missionen die noch haben. Er hat gerade 0 und Michael hat gerade 2. Oh, fuck. Da sollte ich vielleicht nicht hinfahren, da sind gerade die Bullen. Aber ich könnte zu Lester, ist, denke ich mal, das L. Gehe ich jetzt mal von aus. Oh, was? Doc, hey. Michael. I'm looking through my appointment. Ach, der Therapeut. Yeah, well, I'm more of a walk-in guy, Doc. You know that. Walk-ins are more expensive, but I'm always happy to accommodate. Sure, you'll accommodate me as long as I got money in my pocket, right? Hey, I'm in a bad way, Doc. I might come by soon. Ja, aber scheint ihm ja nicht wirklich zu helfen. Aber okay. Wenn er sonst keine Freunde hat, mit denen er über seine Probleme reden kann, dann... Muss total ein Therapeut sein, der 8000 Euro die Stunde will. Alter, WTF. Das war knapp. Ich kann mich da nie entscheiden. Oh, fuck, ich soll hier gar nicht hin. Warte mal, ich muss nach oben. Ob ich jetzt zu dem M gehen soll oder doch lieber zu dem L. Da muss ich immer echt abwägen. Oh, fuck, tut mir leid. Da sieht er aus wie eine Werkstatt, würde ich mal sagen. I was dead. Praise be. Guess you weren't very dead. You need my help. Alter, ist der fett geworden. Because you came here. Why else would you? I haven't been a good friend for you, Lester. I know that. And you're gonna make it up to me by doing whatever I ask. Or rather, I mean, I need something done. You need to know something, so. Why not help each other? I gotta make some dough. So you're back in the game? I guess. Look, Lester, about what happened before. Well, I know you never mentioned my name. I know I'm not on any lists anywhere. I know you never betrayed me. As for you, you gotta figure that I never told anyone. That instead of gently decomposing in North Yankton, you're angrily decomposing in Los Santos with a shrink and a wife who don't love you no more. Yeah. Yeah, well, since you put it like that... Hey, shut up a minute. I'm getting an iFind alert. That little college boy sack of shit, phony fuck. Who?
Jay Norris? Yes. That fuck is a lying bastard. I've read his fucking emails. He's a fucking cheat. I heard him say that he saved America. What, by outsourcing all the jobs? By selling us little bits of plastic restricted access shit? Well, now it's payback time, you lying turd. The hell are you talking about? You are about to get that white-collar gig that you always dreamed of, Mikey. Here, take this fashionably retro weird for a 45-year-old man, but I cannot let go of the 1980s bag, and dress yourself up like a billionaire math genius with low-level Asperger's. You better be ready for the minor glitch of your repulsive pseudo-messianic life. Okay, Lester. Get out of here! Call me when you're ready. We are about to put the Darwinism back in social Darwinism. And brother, it is gonna be fun. You fucking kidding me? I'm a bank robber, not a web designer. So we'll go robbing soon. I'll find something. Just like the old days. Boah, der war ja vorher schon fertig, aber jetzt? Was ist mit dir passiert? Begib dich zum Surbur. Was? Zum Surbur-Laden? Okay, dann fahren wir da mal eben hin. Aber ich würde sagen, das machen wir dann einfach im nächsten Part. Denn die Zeit ist schon wieder abgelaufen. Wenn ihr mehr sehen wollt, heute um 19.30 Uhr kommt der nächste Part. Wenn nicht, wenn ihr diesen hier bewerten könntet. Wir sehen uns dann später. Tschüss.